Halloween ist vorbei, überall, nur nicht in Deutschland. Da hat der Karneval des Grauens jeden Tag Saison. In Deutschland gibt es den Wahnsinn nun 365 Tage im Jahr. Und das auch noch gesetzlich verordnet. Denn das Selbstbestimmungsgesetz ist in Kraft getreten und das gibt den Menschen keine Selbstbestimmung. Es nimmt den Menschen die Realität, die Fakten und die Identität. Es raubt ihnen die Wahrheit. Es erhebt sich die schlicht und greifbare, die gefühlte Lüge zur unumstößlichen, einzigen, absoluten Wahrheit. Und es zwingt Bürger dazu, den de facto legalisierten Wahnsinn als neue, bunte Realität in Wukistan ohne Wenn und Aber, ohne Widerspruch oder Kritik bei Strafandrohung anerkennen zu müssen. Nun ist es einmal im Jahr möglich, auf Basis des reinen Gefühls, einer Tageslaune, einer geistigen Blähung, sich neu zu definieren. Aus dem Mann wird eine Frau und wem das nicht reicht, kann noch zwischen 72 anderen Geschlechtsidentitäten auf der Welle der politischen Korrektheit jährlich surfen. Aus der Katze wird der Hund und aus dem Fuchs der Wasserhydrant. Aus dem Einzelfall Glückskind der Facharbeiter. Ach, das hatten wir schon. Olaf Scholz mutiert zum Gedächtnistrainer und Annalena Baerbock will neuerdings als Literaturnobelpreisträgerin angesprochen werden. Nicht zu vergessen ist die gute alte Ricarda, die sich als Claudia Schiffer für Arme neu definieren könnte und jeder daran, wie es in des Kaisers neuen Kleidern, daran glauben muss, wie es sich für eine absolut verrückte Gesellschaft gehört, wird die Mehrheit der Menschen dazu gezwungen, die gefühlstechnischen Auswüchse einer Minderheit widerspruchslos anzuerkennen. Wer nicht pariert, wird bestraft. Und dieses neue Gesetz bietet viele neue Möglichkeiten. Abgesehen davon, dass man ein eigenes Gesetz beschließen musste, dass sich Markus nun endlich deshalb schimpft und sich nächstes Jahr als Chantal Hansi definieren könnte, wird jeder bestraft, der daran nicht glaubt. 10.000 Euro ist die Strafandrohung der Regenbogeninquisition, sind die Daumenschrauben, die der Hirn- und zahnlose Gesetzgeber dem aufmüpfigen Bürger anlegt. Hände falten, Goschen halten oder 10.000 Euro zahlen am Scheiterhaufen der bunten Wogen Regenbogenterroristen. Brennen. Das ist der Deal. Spannend wird das Selbstbestimmungsgesetz, wenn sich der Bankräuber als Bankdirektor definiert und straffrei ausgeht. Etwas nützen würde es, wenn man das Selbstbestimmungsgesetz auf die Wirtschaft, auf die kaputte deutsche Wirtschaft umlegt. Dann könnten sich 28.000 Pleitebetriebe selbst gesund schreiben, der VW-Verbrenner sich als chinesisches E-Auto definieren. Da wäre dann allen Gutes getan. Um was geht es? Es geht darum, dass das Gefühl die biologische Fakten ersetzt, die Realität zerstört, der individuelle Glaube alles zählt. Es geht darum, mit Orchideendebatten wie dieser davon abzulenken, dass Deutschlands Wirtschaft in der Rezession steckt, sich die einstige G7-Industrienation deindustrialisiert, Rekorde bei Pleiten verbucht, während das Integrationschaos weiterhin tobt, der Einzelfall täglich grüßt. Es geht darum, die Menschen von der desaströsen Realität einer gescheiterten Ampelregierung abzulenken. Es ist Opium fürs Volk. Buntes Opium fürs Volk, Scheinfreiheit. Und wieder ist es mehr Schein als Sein, mehr Fiktion als Realität. Um das geht es doch in Deutschland, oder?